Herzlich willkommen zum Innovate the Alps Interview. Wir sind heute zu Gast bei der BSH Hausgeräte GmbH in Traunreuth, einer 100%igen Tochter der Robert Bosch GmbH. Ich darf heute begrüßen einmal Thorsten Aha als Personalleiter für den Standort Traunreuth und Raffaela Huber als Gruppenleiterin im Bereich Produktentwicklung. Herr Aha, jetzt hat der Standort Traunreuth ja eine lange Historie, besteht schon seit 1949. Wie hat sich der Standort denn seitdem entwickelt? Ja, Sie sagen schon, der Standort gibt es seit über 70 Jahren und er hat seit über 70 Jahren auch eine sehr dynamische, sehr erfolgreiche Entwicklung genommen. Wir sind heute ein Standort, der wirklich breit aufgestellt ist, viele Innovationen und Weltneuheiten in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf den Markt gebracht hat. Und wir produzieren und entwickeln hier modernste Hausgeräte, die wir alle im Haushalt und im Privaten verwenden. Frau Huber, als Gruppenleiterin im Bereich Produktentwicklung können Sie uns sicherlich am besten erklären, welche Hausgeräte denn auch wirklich hier am Standort entwickelt werden. Genau, hier in Traunreuth entwickeln wir Backöfen und auch Kochfelder und auch kleine Hausgeräte wie jetzt Kaffeemaschinen oder der Cookit. Werden dann auch alle davon am Standort hier produziert? Nicht alle werden am Standort produziert. Produzieren tun wir hier am Standort die Backöfen und die Kochfelder. Ja, Herr Aha, da würde ich noch mal zu Ihnen rüberschwenken. Und zwar verbergen sich hinter der BSH Hausgeräte GmbH ja mehrere Marken, unter denen die Produkte dann auch vertrieben werden. Welche kennt man denn da so als Privatperson vielleicht? Ja, wenn man so in die Küche schaut, haben wir ein breites Markensortiment. Das betrifft hauptsächlich unsere Hauptmarken auch, also die Marke Bosch, die Marke Siemens. Dann haben wir aber auch noch Marken wie Gaggenau oder auch Neff. Das sind so unsere Marken, mit denen wir auch auf dem deutschen Markt und international unterwegs sind. Und im Grunde geht es darum, dass wir mit den Marken erreichen wollen, dass wir möglichst viele Kundenbedürfnisse, Kundenerwartungen auch mit abdecken wollen und befriedigen wollen. Und natürlich auch bestimmte Designanforderungen, die es gibt. Sie haben ja vorher schon einiges zum Standort und der Historie erzählt. Welche Größenordnung kann man sich denn hier vorstellen? Also wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind denn hier in Traunreuth beschäftigt? Ja, hier in Traunreuth haben wir über 3000 Mitarbeiter mittlerweile. Besonders in den letzten 10 Jahren haben wir sehr stark hinzugewonnen Mitarbeiter. Und wir haben eben hier einen großen Produktionsstandort, der ungefähr 2/3 der Mitarbeitenden sind dort beschäftigt in der Fertigung der Hausgeräte. Und dann haben wir ungefähr den restlichen Teil, knapp über 1000 Mitarbeiter mittlerweile, die in allen anderen Abteilungen wie der Entwicklung, Logistik, aber auch anderen Bereichen, die alle sehr wichtig sind, hier beschäftigt sind. Ja, klassischerweise müssen diese ganzen Mitarbeiter auch irgendwann mal ausgebildet werden oder absolvieren ein Studium. Da interessiert uns jetzt natürlich, welche Ausbildungsberufe werden denn an der Stelle angeboten? Ja, wir sind seit vielen Jahrzehnten stolz auf unsere eigene Berufsausbildung. Wir bilden im technischen Bereich Industriemechaniker und Mechatroniker aus. Das ist eine 3-jährige Ausbildung grundsätzlich, die man auch verkürzen kann, aber grundsätzlich geht sie 3 Jahre. Und seit einigen Jahren haben wir auch hinzugenommen duale Studiengänge, die wir im Wesentlichen in der Kooperation mit der TH Rosenheim zusammen auch anbieten, im Bereich ebenso Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen und auch Elektrotechnik. Und hinzu kommt jetzt ab nächstem Jahr dann auch Informatik. Also ein breites Portfolio, insbesondere an technischen Ausbildungs- und Studiengängen, aber auch, wir haben auch kaufmännische Ausbildungen, die wir immer wieder mit dabei haben im Bereich Logistik oder auch Industriekaufleute, die wir ausbilden. Ja, herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Man sieht, es wird ein ganz breites Spektrum ja auch wirklich angeboten. Ja, um sich so ein bisschen zu orientieren in der Berufsfindungsphase, ist ja ein Praktikum immer eine ganz beliebte Möglichkeit. Frau Huber, ich meine mich zu erinnern, dass Sie selber mal als Praktikantin hier reingeschnuppert haben. Welche Möglichkeiten gibt es da so für ein Praktikum? Das ist richtig. Ich habe hier am Standort Traunreuth mit einem Praktikum gestartet. Ich habe den Thorsten vor knapp 20 Jahren auf einer Studentenmesse kennengelernt. Und im Rahmen vom Studium, vom Wirtschaftsingenieurwesen-Studium, habe ich in der Produktion ein Praktikum absolviert und so die BSH kennengelernt und unterstützt da und die unterschiedlichsten Abteilungen kennenlernen dürfen. Ja, wunderbar. Das heißt, Praktikum auf jeden Fall ein Weg, um schon mal so einen ersten Blick in die BSH und in den Standort zu werfen. Wenn man jetzt sagt, man steht am Ende seines Studiums, jetzt egal ob Bachelor- oder Masterstudium, welche Möglichkeiten gibt es denn dann für Absolventen, den Weg in die BSH zu finden?
Also ich selbst bin über das Trainee-Programm eingestiegen bei der BSH. Das ist eine tolle Möglichkeit, verschiedene Standorte auch kennenzulernen, verschiedene Abteilungen auch kennenzulernen, um einfach mal verschiedene Perspektiven auch zu sehen und in der Arbeitswelt erstmal so auszuloten, in welche Richtung könnte es denn gehen. Also selbst habe ich erst in der Produktion angefangen, habe dann am Standort in München in der Zentrale Konzepte entwickelt und die dann auch im Standort Berlin zum Beispiel ausprobiert und dann auch sogar in die internationalen Standorte ziehen dürfen. Also ein ganz spannender Standort war Thailand, bei dem ich dann auch im Produktionsumfeld ein paar Konzepte hinsichtlich Logistik eingeführt habe und somit einfach verschiedene Standorte gesehen habe und zum Schluss wieder zurück zu den Wurzeln nach Tronreuth gekommen bin und dann in der im Produktionsumfeld als Ingenieur angefangen habe. Da haben Sie jetzt die nächste Frage schon fast vorweggenommen. Das Thema Auslandsaufenthalt ist natürlich auch immer ganz spannend. Thailand haben Sie angesprochen. Welche Standorte bieten sich denn da sonst noch an? Und ist das wirklich etwas, was man nur im Rahmen von dem Trainee-Programm dann auch in Anspruch nehmen kann oder vielleicht auch noch mit zu einem späteren Zeitpunkt? Also die BSH hat eine unglaublich tolle Vielfalt und viele Möglichkeiten. Ich habe auch ein zweites Praktikum vor dem Trainee-Programm auch in den USA gemacht. Da war ich ein ganzes Jahr dann auch für die BSH unterwegs und habe dort auch meine Abschlussarbeit gemacht. Also auch Abschlussarbeiten im internationalen Umfeld oder an einem internationalen Standort sind möglich. Und man kann natürlich viele Dienstreisen auch machen, wenn man offen und die Flexibilität mitbringt. Kann man verschiedene Standorte national und auch international sehen und kennenlernen. Ich durfte sehr viele Standorte auf Dienstreisen auch kennenlernen oder auf längeren Projektarbeiten, dass man da regelmäßig hingekommen ist. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man da offen ist und möchte, für eine bestimmte Zeit auch in die Standorte reinzugehen. Ja, wir halten fest an der Stelle, Auslandsaufenthalte sind auf jeden Fall möglich und zwar in einer ganzen großen Bandbreite. Herr Aher, wodurch zeichnet sich denn die BSH Hausgeräte GmbH als Arbeitgeber sonst noch so aus, wenn man jetzt mal aus Mitarbeitersicht denkt? Ja, also sag mal, für was steht die BSH? Wir stehen auf jeden Fall wir verbessern das Leben zu Hause mit modernen Hausgeräten, die wir alle jeden Tag verwenden. Das ist unsere Leidenschaft. Dafür arbeiten wir hier in verschiedensten Bereichen und Abteilungen. We make the people smile. Das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, die wir vertreten. Wir wollen, dass die Menschen sich hier wohlfühlen, dass sie hier gerne arbeiten und natürlich auch, dass die Konsumenten unsere Produkte mögen. Ich denke, das zeichnet auch ganz stark das Unternehmen aus und bietet viele Chancen. In dem Kontext sprechen wir auch immer ganz gerne so von den Mitarbeiter-Benefits. Da gibt es ja oft ganz groß aufgezogene Programme, betriebliches Gesundheitsmanagement etc. Wenn wir nochmal in die Richtung denken, was bietet da die BSH? Ja, wir haben auch als großes Unternehmen, ist uns das sehr wichtig, jetzt neben attraktiven Arbeitsbedingungen auch eben, wie Sie schon sagen, ein Gesundheitsmanagement anzubieten. Wir haben eigenen betriebsärztlichen Dienst mit vielfältigen Präventionsangeboten zum Thema Gesundheit. Wir haben aber auch darüber hinaus, und da sind wir sehr stolz, eine eigene Academy, eine Weiterbildungsorganisation, wo wir gezielt Angebote für alle Mitarbeitenden machen, sich weiter zu qualifizieren und höher zu qualifizieren. Und das ist auch etwas, was uns am Herzen liegt. Hier investieren wir in die Zukunft, denn nur so durch Lernen, lebenslanges Lernen, werden wir auch eine Chance haben, hier dauerhaft einer der führenden Standorte zu bleiben. Es wird offensichtlich in die Zukunft gedacht. Frau Huber, was ist denn so die Vision, was ist die Mission von BSH? Der Thorsten hat es ja schon angesprochen, also so die Vision oder Mission ist natürlich, den Konsumenten das Leben zu erleichtern, mit unseren Produkten zu erleichtern und auch Spaß zu bereiten im Umgang mit unseren Produkten in der Küche, beim Kochen. Das ist so unser Antrieb und da ist der Kunde oder der Konsument eine sehr zentrale Rolle für uns im Mittelpunkt. In dem Kontext ja auch immer wichtiger ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Der Standort Traunreuth möchte ja zur grünen Fabrik werden. Was wird denn da ganz konkret getan, um in diese Richtung zu gehen? Ja, wir sind ja heute schon ein relativ grüner Standort, sagen wir mal. Sie haben es ja auch gesehen, also wir sind ja hier in einem, auch im Wald mit drin, mit der Fabrik, also haben ein sehr schönes Werksgelände. Aber natürlich, wir kümmern uns um das Thema CO2-Neutralität. Der Standort ist heute schon CO2-neutral unterwegs und wir haben vielfältige Initiativen, um, sagen wir mal, am Standort in der Fertigung, aber auch allen anderen Abteilungen
energieeffizient unterwegs zu sein, zu sparen, Ressourcen einzusparen. Aber natürlich geht es auch bis hin zu den Produkten, die nachhaltig zu entwickeln, in den Kreislauf zu bringen und auch wieder zurückzunehmen. Das alles sind Dinge, wo wir auch hier mit dran arbeiten. Und natürlich, wir haben hier bis zum Energiepartner, Energieteam, Leute, die sich jeden Tag darum kümmern, dass wir hier einfach sparsam unterwegs sind im Ressourcenverbrauch. Ja, Frau Huber, da würde ich jetzt noch mal zu Ihnen überleiten. Und ja, wir haben jetzt schon gehört, es wird viel in die Produkte investiert, auch die Mitarbeiter werden geschult. Es wird eigentlich einiges unternommen, um auch wirklich innovativ zu sein und zu bleiben. Wollen Sie da noch irgendwas ergänzen, was BSH besonders innovativ macht? Besonders innovativ, ich denke, bei uns ist Vielfalt ein sehr großes Thema oder ein großer Wert für uns am Standort auch. Und den leben wir auch, indem wir einfach vielfältig im Team zusammenarbeiten. Da arbeiten unterschiedliche Fakultäten, unterschiedliche Expertisen zusammen. Und somit haben wir gute Ideen, die wir dann in die Produkte reinbringen. Wir versuchen auch Internationalität, also es vergeht keine Woche, wo wir auch auf Englisch kommunizieren, das in den Teams mit reinnehmen. Somit haben wir wirklich viele Perspektiven mit drinnen. Und auch von den Arbeitstechniken im Studium lernt man das ja oft, die klassischen Agiles oder Consumer Centricity. Das wird wirklich gelebt bei uns in den Teams, dass wir einfach diesen innovativen Gedanken leben, den Kunden im Fokus haben, gucken, was könnte dem Kunden eine Verbesserung bringen oder auch von der Energie her, wie können wir unsere Geräte noch verbessern, noch weitere innovative Ideen haben. Also da sind wir permanent in unterschiedlichen Teamkonstellationen unterwegs und das ist auch das, was richtig Spaß macht, so mit diesen Diversity, ne, diversen Teams dann auch, verschiedene Nationalitäten, gemischten Teams gemeinsam an Themen zu arbeiten. Ja, Sie haben angesprochen, Spaß bei der Arbeit zu haben, ist auf jeden Fall schon ein ganz wichtiger Aspekt bei der Arbeit hier bei BSH. Wenn Sie jetzt sagen nochmal so Ihre persönlichen Highlights, warum Sie BSH wirklich als Top-Arbeitgeber natürlich auch für Sie persönlich empfinden, woran machen Sie das fest? Also für mich ist es persönlich wirklich die Vielfalt und die Verbindungen zu den Menschen. Das ist so für mich, ich habe viele Standorte kennenlernen dürfen und in verschiedensten Konstellationen mit Teams zusammenarbeiten dürfen. Und da entstehen unglaublich schöne Verbindungen, wo man sich verfolgt und das geht in die ganze Welt hinaus. Also ich habe Teamkollegen gehabt, die wir hier am Standort Dranreuth gehabt haben, die sind dann nach Spanien gegangen. Dort haben wir uns dann regelmäßig besucht auf Dienstreisen oder auch privat. Die sind dann nach Berlin weitergezogen. Also man hat wirklich eine schöne Vernetzung mit verschiedensten Kollegen. Und das ist so auch am Standort, wo ich sage, diese Stimmung, die Kultur miteinander, man grüßt sich, egal, ne, auf dem Weg zur Kantine oder sowas, kriegt jeder ein freundliches, warmes Hallo. Und das ist für mich persönlich so das Highlight, die Stimmung am Standort. Mhm. Herr Aha, gleiche Frage noch mehr an Sie. Was sind so Ihre Highlights, die die BSH wirklich zum Top-Arbeitgeber in der Region auch machen? Ja, ich denke, also anknüpfend an das, was die Raffaela gesagt hat, ist es so, wir versuchen eine offene, wertschätzende Kultur zu leben und wirklich einen guten Umgang zu pflegen. Das ist auch was, was den Standort auszeichnet. Und das ist auch eine ganz wertvolle Thematik, dass man sich wohlfühlt. Das gehört halt einfach auch mittlerweile dazu. Und darüber hinaus sind wir stolz, dass wir aus unserer Einschätzung wirklich moderne, auch flexible Arbeitszeitmodelle haben, gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger werden. Und aber das hatten wir auch schon vor Corona. Also wir fördern das Thema und fordern es auch mobile Arbeit. Wir machen da sehr viel, wir ermöglichen hier viel und sagen wir mal, unser Leitbild, was uns da Orientierung gibt, ist einfach Kultur des Möglichmachen. All das, was auch möglich und notwendig ist, wollen wir hier auch mit den Mitarbeitern gemeinsam gestalten. Und da ist ganz viel eben Arbeitszeitflexibilität, etwas, was die Realität von jedem einfach betrifft und damit ist es auch etwas, was das Unternehmen anbieten möchte und auch tut. Ja, ja, herzlichen Dank an der Stelle. Jeder, der sich also für einen Arbeitgeber mit Sitz im Grünen auf dem Weg zur grünen Fabrik mit einer tollen Unternehmenskultur, mit einem umfassenden Aus- und Weiterbildungsangebot und einem sehr diversen Team interessiert, kann dann einfach mal reinschauen unter karriere.bsh-group.de und da einfach mal die aktuellen Stellenanzeigen anschauen.